Merkmal der Jazzmusik neben der Improvisation war meiner Meinung nach ja schon immer, dass Jazz verschiedene Musikstile integriert und assimiliert hat und daraus was Neues, Interessantes, Spannendes entstanden ist. Und ja, für meine Musik war es einfach klar, dass ich elektronische Elemente dabei haben möchte, weil ich einfach mit elektronischer Musik aufgewachsen bin. Gewisse Klangwelten, so Klangvorstellungen, Raum, Klangräume, so, da haben wir uns gefunden. Sequencer am Computer hat die ganzen Infos und die Controller auf der Bühne oder auf dem Tisch geben mir die Möglichkeit, diese Klänge und diese Arrangements live im Moment zu verändern, zu improvisieren, mit den anderen auf die anderen einzugehen, Impulse zu setzen, Impulse aufzugreifen. Ja, Urban Jazz vielleicht deshalb, weil eine Stadt sehr inspirierend sein kann. Man hat auf der einen Seite Lärm, Geräusche, irgendwie auch vielleicht negative Geräusche. Auf der anderen Seite hat man manchmal so Idyllen, kleine Oasen der Ruhe. Es kann ein schönes Café sein, irgendwie eine Unterhaltung mit einem Freund oder man sitzt daheim, übt an seinem Instrument, während draußen irgendwie dieser Lärm stattfindet und man ist irgendwie nur bei der Musik, bei dem Stück. Es ist zeitgemäß. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir noch erforschen können, die es noch nicht gibt. Wenn es irgendwas schon gegeben hat, klanglich, stilistisch oder von den Arrangementmöglichkeiten her, warum soll man das nochmal machen?